Willkommen, Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ich fange heute mal ein bisschen anders an, nämlich in eigener Sache oder Werbung für eine Sache, nämlich für ein Rathaus 12 Turnier 5 gegen 5. Ihr kennt das Motto hier, Discord Meisterschaft, haben wir schon 15 gegen 15 gehabt, aber 5 gegen 5 ist sicherlich nochmal eine ganz andere Hausnummer, 13. bis 15. September. 2019 läuft dieses Turnier, also es läuft exakt 2 Tage und wir werden natürlich daraus streamen, gar keine Frage, aber wer sich jetzt noch anmelden möchte, bis zum 8.9. 20 Uhr laufen die Anmeldungen noch, ihr müsst also dort ein Team 5 oder 6 oder 7, 12er, was ihr denn halt seid, auch Tauschspieler, bitte mit einplanen, auf dem Discord gemeldet sein und dann kann das Ganze auch für euch losgehen. Aber ich kann euch sagen, es sind schon 30 Teams, glaube ich, gemeldet, unter anderem auch Tribe Gaming dabei, mit einer richtigen Sahne-Creme-Mannschaft, will ich mal so sagen. Da kann man sich in jedem Fall drauf freuen, aber sind auch nur Spieler, haben auch mal einen schlechten Tag oder nicht so griffige Finger, keine Ahnung, was man da sagt, wenn man nicht so einen guten Clash-Tag hat, aber ich würde mich freuen, wenn ich noch einige Mannschaften dort sehen werde und auch natürlich eine ganze Masse an Zuschauer, die das Ganze verfolgen, denn das wären wirklich 2 richtig packe Tage. Aber wir gehen mal zum eigentlichen Thema über, denn ja, irgendwo wird es bei uns ganz, ganz eng. Ich hoffe, in dieser Meisterschaft hier wird es nicht so eng wie bei dem, was ich euch jetzt zeige. Also seid ihr mit dabei, 8.9. 20 Uhr ist Anmeldeschluss und dann gehen wir mal rüber in mein Dorf vom Avatar. Für den Discord-Server packe ich euch natürlich den Link wieder unten rein, gar keine Frage. Ehrensache, dann da braucht ihr nur draufklicken und landet direkt auf dem Discord-Server von der Discord-Meisterschaft 5 gegen 5. Ja, warum wird es immer schwieriger hier oder immer enger hier? Wir haben nicht mehr so viel Member. Das ist das Witzige, während der Liga hier gehen die Leute hier raus. Wir haben jetzt noch 32 Member im Clan. Ich glaube, einer ist fremd, der ist irgendwie Fremdspender oder so. Aber wir haben hier doch einiges verloren währenddessen. Und ich musste dann hier jetzt schon tatsächlich zweite Garde auffahren lassen. Einige sind hier gar nicht da. Die sind wirklich komplett abgemeldet. Die kann ich hier nicht einsetzen. Uschi, ich glaube, die wird nicht angreifen. Uschi wäre jetzt mein letztes Ass hier im Ärmel. Wobei ich sehe, die Liga läuft schon ein bisschen. Und Uschi ist, glaube ich, eher semi-aktiv, würde ich mal so sagen. Also musste ich hier dann jetzt schon aufstellen, was es so zum Aufstellen geht. Wir schauen mal rein in die Liga hier, wie eng es eigentlich ist. 11 zu 24 steht es im Moment und wir werden hier ganz, ganz krass durchgereicht. War aber, glaube ich, auch schon klar. Also wundern tut mich das jetzt nicht, dass wir hier so hart durchgereicht werden, denn ich hatte schon gesagt, leider sind wir ja aufgestiegen und mit dieser Mannschaft hier ist es einfach nicht mehr zu schaffen, in so einer Liga überhaupt irgendetwas zu reißen. Wenn nicht nur Krampf und Ärger und Unwohlsein und ja, schlechte Laune, was halt zu so einer Liga alles dazugehört. Und ihr seht das hier, wir werden hier auch richtig nett vorgeführt, auch von boshaft deutscher Clan. Aber okay, da können die jetzt auch nichts für, ja, das, wie die als Gegner gehabt haben. Und naja, aber ich glaube, während dieses Krieges hier, ich muss mal gerade gucken, in My Team, ich glaube, da sind schon 2 gegangen. Einer, der Zweitgenannte hier, also nicht der Little Helper. Der Little Helper hatte irgendwie einen Nicht-Angriffspakt mit dem Gegner. Und der Fabian scheinbar auch. Aber immerhin hat er 24 Stunden lang gefragt, wen soll ich machen? Wen soll ich machen? Wen soll ich jetzt machen? Und es wurden ja immer weniger. Ja, immer weniger Rathäuser, die du dann angreifen kannst, wo dann schon Sterne drauf sind. Der Paddock hier ist erst im zweiten CK rausgegangen. Der hat aber dann die Flucht vorher schon nach vorne ergriffen. Push to Legende ist ein echt guter Spender, im gegenseitigen Sinne allerdings leider nicht. Und ja, da habe ich gedacht, ich ersetze die mal. Habe ich denn auch gemacht. Wir haben die dann auch ersetzt. Also im zweiten waren die natürlich noch mit dabei und dann fehlten uns hier jetzt schon Angriffe. Ja, leider fehlten uns Angriffe, weil ich die natürlich jetzt hier nicht mehr raustauschen konnte. Und da kann man dann nur hoffen, dass die Bases halten, aber ihr seht das hier, sie halten leider nicht. Sie halten leider nicht. Und auch Anadolu hat uns ziemlich hart durchgereicht und im Moment sind wir auf einem hervorragenden, kann ich gar nicht glauben, 7. Platz. Aber ich denke mal, das wird sich noch ändern. Denn gegen den aktuellen Gegner schneiden wir, glaube ich, auch nicht so wirklich gut ab. Matchmaking gibt es hier ja nicht, also spreche ich das Matchmaking auch gar nicht an. Ihr seht 11,
Zwölfer gegen drei Zwölfer hier oben beim Gegner, beziehungsweise bei uns. Und das ist aber nicht so schlimm. Da können wir uns in jedem Fall wehren hier. Auch Billy hat das sicherlich gemacht. Und hat hier ein Rathaus Zwölf angegriffen. Ich musste mich nur gerade vergewissern, dass es wirklich ein Zwölfer ist. Aber ja, ich hatte ja gesagt, 11 Stück. Und das ist auch ein Rathaus in der fünften Ausbaustufe mit Adler auf 3. Und die restliche Defensive sieht auch jetzt nicht so aus, als wenn sie nur noch Rathaus 10 wäre. Also das ist schon ein kleines bisschen höher, ja. Von Max wollen wir natürlich nicht sprechen, aber immerhin ist das für einen Elfer auch nicht mal gerade so gemacht. Mal sehen, wie das hier gemacht hat. Er kommt hier über Ecke rein. Keine schlechte Wahl, dem Rathaus entgegenzukommen. Was der Zauber da jetzt sollte, weiß ich nicht. So einen proaktiven Wut, weil die Karre ist immer noch nicht auf und der Zauber liegt da die ganze Zeit schon. Ruhig mal ein bisschen später schmeißen. Jetzt haut er noch einen raus. Jetzt hat er noch 3 Heilzauber für seine Hog Rider. Also er war sich schon sicher, dass er mit dem Killsquad mindestens bis zum Rathaus kommt. Und jetzt fängt das Rathaus da auch an zu ballern. Ich kann jetzt ganz, ganz schlecht erkennen, was er da drin hatte, aber Das waren Walküren. Rathaus hat er schon mal gepackt. Ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn da hinten noch die Dame lebt. Es müssen jetzt 50% werden. Er kommt der Dame sogar entgegen, also der gegnerischen Queen. Und hätte man auch die andere Seite wählen können, denn dort wäre es nur ein King gewesen und nicht unbedingt die Queen. Aber 45%. Mal sehen, ob die Hawks überhaupt ein Compartment gepackt haben mit den vielen Fallen und Bomben. Jetzt auch noch Doppelbombe da am Bombenturm, beziehungsweise Bombenturm und Doppelbombe und Bombenturmbombe. Ja, aber er kriegt den Adler auch nicht frühzeitig runter und der ballert natürlich die ganze Zeit dann auf die Hawks noch zusätzlich drauf. Jetzt kommt noch der King dazu, also echt schweres Ding, aber immerhin 57% und 2 Sterne eingefahren. Oh, was will man mehr? Anders und oder mehr kann man sich nicht wehren, deswegen muss man schon gucken, für jemanden, der nicht so gut geübt ist im Angreifen, kriege ich das Rathaus vielleicht außen oder so, auch von unseren kleineren Accounts, also die 9er und die 10er müssen so ein bisschen so agieren, denn gerade die 9er, die haben hier so gut wie keine Chancen, sie holen hier den einen oder anderen Stern und nehmen hier sicherlich dann auch den, ich hoffe mal den Bonus mit, was nimmt man hier mit als letzter hier in Kristall 1, immerhin 239 Medaillen, na komm Leute, so schlecht ist es ja nun nicht, so schlecht ist er nicht und der Spieltag hier sieht sogar noch ganz gut aus, muss ich sagen. Baba King, mal gucken, 10 auf 11 hier, aber die Elfer Base, oh, die haben wir die Tage gesehen, hat jemand mit Hog Rider gemacht, mal schauen, eben hieß es dann, die Truppen waren am Rathaus, rennen dann aber wieder weg, aber man kann auch sehr, sehr gut sehen, warum sie wieder wegrennen oder warum sie wieder weggerannt sind, obwohl sie schon am Rathaus dran waren, ist ja manchmal so, manchmal fragst du dich, hey, da waren doch alle am Rathaus, wieso haben die dann das verdammte Rathaus nicht gemacht? Die Frage oder die Beantwortung dieser Frage sehen wir in jedem Fall jetzt, denn die Karre ist jetzt auf und die machen jetzt erstmal die Queen dort und fühlen sich dann leider, ja, die fühlen sich leider zu den Clanburg-Truppen hingezogen und deswegen ist die Masse da nicht hingegangen zum Rathaus, sondern zu den Clanburg-Truppen, die noch nicht ganz weg waren und schon ist alles raus. Jetzt hat er aber noch viel Zauber, ein Sprungzauber noch. Okay, mal sehen, wo er den was wie nimmt. Da war schon mal der Wutzauber. Den King hätte ich da vielleicht springen lassen, dann hätten die sich nicht unendlich lange über die Mauer gequält da. Da sind nämlich ganz schön viele Truppen bei draufgegangen, aber die Queen sollte hier springen, okay. Queen nimmt er noch mit 48%, 49, aber er kriegt hier halt nichts mehr richtig zum Rathaus hin. Die Hexe wird es auch nicht mehr schaffen und jetzt reicht dann der Krümelschaden hier für die Queen auf 40. Und jetzt auch noch der X-Bogen drauf, also ein Stern her. Ja, auch so kann es laufen. Wenn du meinst, es geht nichts mehr, dann kommt von irgendwo ein Lichtlein her oder sowas. Ja, keine Ahnung, das Lichtlein ist mir auch noch nicht erschienen hier. Mal sehen, ob es im Juli hier erschienen ist. Der Juli ist ein relativ frischer Rathaus 10. Und ich weiß gar nicht, ob er schon 240 Truppen hat, aber so, er hat die Hexen schon auf 3, sehe ich gerade. Und mit Mass Truppen geht das hier dem Multi-Infernus entgegen. Okay, aber wir haben schon gesehen, es werden 3. Und kann man aber auch, glaube ich, nach wie vor machen, auch gegen Multi-Infernus mit den Hexen. Allerdings geht da auch schon viel bei drauf. Wenn die dann schnell genug sind und ihre Skelette spawnen, dann kriegen die Arme des Multis hier nur die kleinen Skelette zum Greifen und nicht die Hexen selber. Kann man natürlich auch so machen.
Er hat jetzt noch einen Wut und zwei Freeze-Zauber, die nimmt er jetzt auch für den Multi-Inferno hier. Ich denke, gute Wahl, dass da nicht noch mehr kaputt geht in der Mitte. Und die gehen ja jetzt aber schnurstracks dann durch dieses... Das ist eigentlich das Compartment, was dann auch noch wahrscheinlich viele Fallen hat. Denn der Angreifer möchte eigentlich ganz gerne, dass du von hier unten kommst und in eine Riesenbombe nach der nächsten deine Truppen verlierst. Das dem ist aber mal nicht so. Unten tänzelt noch die gegnerische Queen rum und so schlecht war das gar nicht. War ganz gut hier. 10 gegen 10. 23 auf 23 ist mal ganz, ganz selten, dass wir so eine Konstellation dann überhaupt haben. Und im unteren Bereich sind es dann schon 10er, klar. Im aktuellen ist es auch ein 10er, der gar nicht mal so schlecht ist. Da muss ich dann mit dem Toto wieder dran. Ich weiß noch nicht, wie das alles enden wird hier. Ja, und das ist auch ein Skandal hier, dass der Toto hier auf der Ecke liegt. Der Toto hat jetzt eine komplette Base. Also ich habe meinen zweiten X-Bogen draußen. Jawohl, können wir uns die Defi anschauen. Was hat er gemacht? 24, 24er Pärchen und eine Karre, okay. Und eine Karre. Die Karre würde wahrscheinlich alle Mauern bei mir zertrümmern, denn meine Defensive ist natürlich noch voll auf Rathaus 8 Niveau. Meine X-Bogen, immerhin habe ich beide jetzt in der Base schon mal positioniert, habe schon ein paar Mauern mehr gemacht und so, dass das jetzt hier ganz stetig ansteigen kann. Queen ist auch schon auf Level 5, also da gibt es auch schon ein bisschen mehr Gegenwehr. Aber natürlich immer noch nicht so viel, dass man davon sagen kann, dass es eine Max Rathaus 9 Base oder sowas. Sie ist so halb Max. Ich habe schon mal alles. Das ist ja auch nicht schlecht. Jetzt kommen hier die Valkyren. Und vorbildlicher Karreneinsatz hier vom Gegner. Der jetzt die Karre hier so ganz behende durchschickt. Die Karre fährt Richtung Rathaus, Leute. Das Rathaus ist jetzt schon mal weg. Und noch eine Mauer, jawohl, für die Statistik. Und wahrscheinlich noch eine Ecke. Ah ne, durch die Ecke fährt die Maschine einfach mal durch. Und jetzt kommen hier noch ein paar Bowler raus, okay. Aber der Rest hier hält die Truppen auch nicht wirklich auf. Und so werden das, ich will nicht von verdienten 3 Sternen sprechen. Wenn das ein Rathaus 9 gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, hat er gut gemacht. Da es ein 10er mit Karre ist und auch viel stärkeren Truppen, würde ich sagen, ja. Hat er gemacht, Mann. Aber auch unser kleinstes... Unser kleinstes Rathaus, der Galamax, der Mark hier. Rathaus 8 auf Rathaus 10. Ja, aber ich meine, ja, ihr werdet jetzt sagen, ach komm, Toto, der 10er hatte doch gar keinen Inferno. Stimmt, hat er nicht. Aber sonst hat er, glaube ich, doch schon eine recht kompakte Base. Und für einen 8er sicherlich nicht ganz so einfach. Aber der Mark wusste sich immerhin für einen Stern zu helfen. Nur mal gucken, wo es so ein bisschen am zweiten gefehlt hat. Denn die Truppen gehen jetzt, ach schade, die Bowler lassen sich erst so ein bisschen nach außen ziehen und dann bleiben auch 3 draußen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Die sind da jetzt so ein bisschen allein auf sich gestellt. Aber er hat noch 5 Loons dabei. Mal sehen, wie er die einsetzt. Clanburg konnte er giften. Den Gift hat er allerdings schon ein bisschen zu früh geworfen. Habt ihr gerade gesehen. Warum man dann Eilzauber mitnimmt. Ich würde dann auch als Rathaus 8 immer 2 Gift mitnehmen, sodass du einen Helden giften kannst und noch die Clanburg zusätzlich, denn die schafft jetzt gerade mal seine Truppen. Wäre vielleicht anders ausgegangen, wenn es anders gewesen wäre, aber der Eilzauber war jetzt für die Loons. Allerdings, die Luftabwehren sind dann auch ein bisschen zu stark, da ist schon eine 10er Luftabwehr. Okay, ein Stern. Ist aber, glaube ich, in Ordnung für einen Mark. Ich bin froh, dass er überhaupt angegriffen hat, weil ich gar nicht wusste, ob er das gesehen hatte, dass ich ihn eintauschen oder eingetauscht habe. Aber mehr kann ich jetzt auch nicht tauschen, muss ich sagen. Denn im nächsten Krieg muss ich den Paddock schon so mitnehmen, nur mit seinem Rathaus. Ansonsten müsste ich... Tempi ist nicht mehr bei uns. Der hat uns auch verlassen. Der hat aber einen Helden im Ausbau gehabt und war wahrscheinlich angepisst, dass ich ihn degradiert hatte, live in einem Stream und König von Nix und Hordor, die sind nicht da, gar nicht da. Little Helper, Fabian sind gegangen, ja, Paddox, Push-to-Legende auch und Paddox ist hier nicht mehr mit drin oder doch, da ist er noch aufgeführt. Ich muss sein Rathaus mitnehmen, weil, wie gesagt, das von Uschi kann ich hier nicht mitschleppen und so werden sie immer, ich hoffe, es werden nicht noch weniger, weil 32 dann also mit 30 wird es dann ganz, ganz eng. Dann haben wir schon viel zu viele Angriffe. Wir haben jetzt einen Angriff nicht, den wir jetzt im nächsten CK haben. Aber mal sehen. Ich springe jetzt auf jeden Fall mal in den Clan Deutschland-Ad und muss da mal
muss mich da mal umgucken, was wir da machen. Also hier wird schon ziemlich eng, aber ich bin zuversichtlich, dass sich jeder, wir können noch mal reingehen, seine Sterne eigentlich macht. Wir gucken mal, 5, 5, 5, 5, 5, ja. Leute, seht zu, dass er auf 8 Sterne kommt und nehmt das Beste aus der Liga hier mit. Selbst ich mit Toto habe schon 2 Sterne gemacht, jawohl. Ist auch nicht schlecht. Ist auch nicht schlecht und dann wird er sicherlich hier noch einen glücklichen Ausgang haben mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ich würde sagen, bis dahin. Euer Toto. Läscht.